Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Heute stelle ich euch den Dubis und den Kuboid 150 Watt, alles von der Firma Joytech vor. Ja, dann fangen wir mal mit dem Cubis an und lassen den Kuboid erstmal beiseite. In so einer schicken Verpackung kam der Cubis zu mir. Sehr schlicht und schön, wie ich finde, vor allem weil weiß sowieso eine meiner Lieblingsfarben ist und da sich Joytech wieder sehr viel Mühe gegeben hat. Ich denke, die Verpackung muss ich euch nicht weiter zeigen. Wer es aber dennoch sehen möchte, einmal Cubis Atomizer, hier nochmal joytech.com, ein bisschen Werbetext, meine Farbe Silber in dem Fall. Ja, hier nochmal das Logo. So, dann öffnen wir einfach die Verpackung des Cubis und schon kommt uns der Verdampfer entgegen. Wirklich schön schlicht verpackt. Der Verdampfer für sich erstmal. Gut, ich habe ihn jetzt nicht ausgeleert, ich hoffe, ihr entschuldigt. Dann oben das Drip-Tip, in dem Fall ein Edelstahl-Drip-Tip mit Delrin innen drin. Hier noch ein, ja, es ist kein Glas, ich denke, es ist Kunststoff. Und hier noch ein kleines, ja, Päckchen, Karton, wie man es immer nennen möchte. Ja, dann nehmen wir den Cubis einmal raus. So, da haben wir auch schon den Verdampfer. Ich halte mich einmal näher an die Kamera, damit ihr ihn sehen könnt. Wenn die Kamera scharf stellt, wunderbar. Sehen wir hier ein schönes Max-Zeichen. Heißt, bis dahin den Verdampfer bitte nur auffüllen, weil natürlich hier der Verdampferkopf, den wir von oben reinstecken, auch nochmal Liquid verdrängt und er sonst uns überlaufen würde. Man kann ihn auch minimal darüber füllen, aber zu weit würde ich es nicht empfehlen. Ja, dann schrauben wir den Verdampfer mal auf. Es gibt übrigens sehr schön aufgrund von so einer kleinen Konterschraube im Inneren. Ich werde es nicht zu weit rausziehen, weil ich leider noch Liquid drin habe. So, dann sehen wir hier den Verdampferkopf, in dem Fall den 0,5 Ohm Verdampferkopf, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Der wird einfach nur ganz leicht reingeschraubt und wird dann einfach eingesetzt und, ups, wenn es denn so leicht geht, er wird zugeschraubt. Wirklich eine sehr schöne Geschichte, hält auch wirklich dicht. Gut, hier so ein paar Tröpflein, wie ihr sehen könnt, habe ich komischerweise immer. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, warum alle von diesem sifffreien Befüllen reden beim Cubis, weil ich habe immer ein bisschen Liquid dran, wie man das wirklich unschwer erkennen kann. Also, naja, aber so im Groben und Ganzen ist es wirklich für mich ein schöner Alltagsverdampfer geworden. Ja, meine ersten Erfahrungen mit dem Cubis waren auch etwas holprig, ehrlich gesagt. Mir hat er am Anfang gar nicht gefallen. Ich hatte ihn dann 2 Wochen und dann so langsam fing es an, dass ich ihn doch wirklich täglich genutzt habe. Und ja, er fing auch mir dann erst an zu schmecken, wenn ich ehrlich sein soll. Vorher schmeckte er mir gar nicht. Ich hatte meine Probleme, habe mich mit mehreren Kollegen unterhalten. Sie sagten mir alle, dass sie ihn toll fänden, er nicht siffen würde und er wirklich auch toll schmeckt. Ich wusste gar nicht, warum sie das gesagt haben. Am Anfang wurde ich damit wirklich nicht warm, aber jetzt mit der Zeit, man muss sich dran gewöhnen, man muss ihn dampfen, man muss ihn ja seine Zeit geben eigentlich. Ich habe auch viele Verdampferköpfe ausprobiert, viele dummerweise auch verhunzt direkt am Anfang. Aber mittlerweile komme ich wirklich sehr gut mit ihm klar und kann ihn wirklich nur weiterempfehlen. Leider, was ein großer Minuspunkt für mich ist, ist das kleine Tankvolumen, weil man hätte hier ohne Probleme 5 Milliliter daraus machen können oder sogar mehr. An sich ist es eine echt coole Sache, was Joytech da auf den Markt gebracht hat. Dieses Befüllsystem, die Art, den Coil einzusetzen. Die RBR hatte ich leider jetzt noch nicht das Glück auszuprobieren, aber das möchte ich auf jeden Fall bald mal machen. Aber gucken wir uns nochmal das Innenleben etwas besser an. Hier haben wir ein wirklich total, ja, total leicht zu entnehmendes Kartönchen. Was ist da drinne? Ups, da ist der Stopfen drinne geblieben. Da haben wir, gut, eigentlich 3 Verdampferköpfe. Ich habe leider hier nur noch einen drin, auch nicht mehr original verpackt, weil ich sie alle am Anfang direkt ausgepackt habe. Die Verpackung habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, aber sei es drum. Das hier ist jetzt der Ein-Ohm-Coil, den ich nicht genutzt habe. Dann haben wir hier noch so ein kleines, ja, Deckelchen, um den Cubis quasi zu verschließen. Wenn wir, ich glaube, mehrere Tanks, also mehr oder weniger mehrere Tanks haben, dass wir es dann draufsetzen können und somit schnell die Geschmäcker wechseln können. Habe ich jetzt noch ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ja, vielleicht mache ich es ja mal. Mal schauen.
Außerdem waren hier noch ein 0,5 Ohm Coil dabei und ein 1,5 Ohm Clapton Coil Kopf dabei, der mir ehrlich gesagt ziemlich gut geschmeckt hat. Aber durch den extrem hohen Zugwiderstand habe ich ihn dann ganz schnell wieder rausgeholt. Ja, und was haben wir noch in der Verpackung? Einmal nehmen wir noch mal kurz den Verdampfer raus mit dem Drip Tip zusammen. Das zeige ich euch gleich noch mal. Dann haben wir hier einmal die Garantiekarte. Ja, die ich jetzt mal einfach auf die Seite lege, weil die brauchen wir erstmal nicht. Dann haben wir hier noch die Gebrauchsanweisung. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die muss ich euch jetzt nicht nochmal vorlesen. Ich fand das Gerät so einfach. Ich brauchte sie ehrlich gesagt nicht. So, und dann ist der Karton auch schon leer. Und dann bleibt uns nur noch das wirklich schöne Kunststoff-Drip-Tip hier übrig. So, dieses Kunststoff-Drip-Tip habe ich eigentlich fast ausschließlich genutzt, weil, wie man das ja kennt, bleibt an diesen Edelstahl-Drip-Tips meistens oben noch irgendwie Speichelreste oder wie auch immer man das nennen möchte, bleiben immer noch dran kleben und das finde ich wirklich ziemlich schade und das finde ich auch nicht schön. Und auch einfach dieses Gefühl, dieses Kunststoff-Glas-Drip-Tips, ich weiß nicht genau, welches Material das jetzt ist, also dieses Gefühl im Mund ist einfach viel angenehmer und es gefällt mir einfach auch optisch besser. Es passt wirklich sehr gut zum Cubis. Macht darauf wirklich eine sehr gute Figur. Ja, erstmal so viel zum Cubis. Ich würde sagen, dass ich beide Geräte ja zusammen testen möchte, da es ja quasi Joytecs neues Schlachtschiff ist. Fangen wir jetzt direkt mal mit dem Cuboid an. So, dann direkt mal weiter mit dem Cuboid von Joytec. 150 Watt, wie hier unten drauf steht. Wir können updaten, was hier unten auch wieder ganz schön drunter steht. Aber mal ganz ehrlich, ich brauche das nicht unbedingt. Ich habe meine Wismac, die kann 200. Da brauche ich den Cuboid nicht auch noch unbedingt so hoch zu schrauben. Ist aber ganz nett, dass man es machen kann. Finde ich wirklich cool von Joytec. Und vor allem mit dem Cubis braucht man auf keinen Fall 150 Watt. Aber schauen wir uns das Gerät mal kurz von innen an. So, die Verpackung spare ich mir mal einfach an der Stelle, weil es ist fast wie der Cubis, eigentlich nichts Aufregendes. Nur so, ich habe das Gerät nicht in Edelstahl, nicht in Schwarz, sondern in Silber, weil es sah wirklich schön aus im Internet. Und ja, als ich ankam, war ich dennoch leicht irritiert, weil das Gerät, wie man es vielleicht ganz schön sehen kann, doch recht silber ist. Also doch recht edelstahlmäßig, wie ich jetzt finde. Es ist doch sehr hell und im Internet schien es sehr viel, ja, dunkler, ehrlich gesagt. Aber sei es drum, trotzdem ein sehr schönes Gerät. Ja gut, dann stellen wir das Gerät erstmal an die Seite, schauen es uns später nochmal genauer an und gucken erstmal noch, was wir hier noch mehr drin haben. Diese Schaumstoff-Dinge können wir mal einfach an die Seite legen. Die Bedienungsanleitung, wenn ich ehrlich sein soll, schaue ich mir die in der Regel auch nicht an, es sei denn, es ist wirklich irgendwas Kompliziertes dabei oder irgendetwas, was mir direkt auffällt, was ich dann doch genauer wissen möchte. Deswegen auch erstmal auf die Seite damit. Hier haben wir noch so ein schönes USB-Ladekabel in einer wirklich schönen Verpackung. Leider kein Wandadapter, den ich mir irgendwie doch dabei gewünscht hätte. Aber sei es drum, wir haben alle, glaube ich, mehr als genug Wandadapter für ein USB-Ladekabel zu Hause. Deswegen denke ich doch, dass das schon so okay sein müsste. Ja, und dann geht es direkt weiter mit dem Gerät. Hier unten den Akkufachdeckel, das ist wirklich eine Sache, die ich super finde. Gerade wie bei Kameras kann man hier einfach ganz leicht klick und der Deckel springt auf. Schon kommen uns die beiden Akkus entgegen. Ich habe hier zwei Samsung 25R drinne, auch beide direkt dazu geordert. Fand ich einfach besser, so zwei gleiche Akkus direkt zu verwenden. Zwei, die gleich alt sind, denselben Ladestand aufweisen. Das war mir einfach doch lieber in dem Sinne. Ja, und da ist er auch direkt schon angesprungen. Also mit einem Fünfklick kann man das Gerät an- oder ausschalten, je nachdem, was man möchte. Man kann dann auch mit diversen anderen Klicks, die ich euch jetzt nicht alle zeigen möchte, weil das Video, glaube ich, sonst jetzt doch zu lang wird, kann man noch in den Temperaturmodus gehen. Ja, und man kann auch seine Einstellungen halt eben vornehmen, wie man es halt eben möchte. Aber da ich das persönlich nicht nutze, ich denke mal, zeige ich es euch auch einfach mal nicht. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Es gibt viele andere Videos von anderen YouTubern, die euch das bestimmt zeigen. Ich bin mal einfach so frei und tue es nicht. Ich hoffe, ihr verurteilt mich dafür nicht. Und ja.
Ja, aber sonst gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Ist wirklich ein schönes Gerät, einfach zu befüllen. Leider ein großer Minuspunkt für mich. 3,5 Milliliter Tankvolumen finde ich dann doch zu wenig. Vielleicht kommt noch mal ein großer Cubus auf den Markt. Wer weiß das schon? Er würde zumindest hierauf echt gut aussehen. Noch ein bisschen größer wäre nicht schlecht, aber vielleicht dann auch schon für manche zu groß. Es ist auch ein wirklich gutes Gerät für Backendampfer. Das ist vor allem mit dem 1-Ohm-Kopf, mit dem 1,5-Ohm-Kopf wirklich sehr gut möglich. Und hier gerade mit der wunderbaren Airflow hier oben, die sich echt super regulieren lässt. Manchmal etwas zu leicht und manchmal ziehe ich auch dran und die Airflow ist geschlossen. Aber mein Gott, daran gewöhnt man sich wirklich mit der Zeit. Aber an sich wirklich eine schöne Kombi und ich bin wirklich sehr froh, sie zu haben. Ja, und nochmal zum Schluss, wo habe ich das Gerät her? Ich habe es von wapango.de zur Verfügung gestellt bekommen. Nochmal vielen Dank an den Frank, der mir das Gerät, beide Geräte freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, damit ich sie hier für euch testen kann. Ja, es wäre nett, da es ja auch mein erstes Video ist, wenn ihr mir vielleicht nochmal Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben würdet. Ja, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder eine Privatnachricht auf YouTube. Beides findet ihr bei mir auf dem Kanal in den Informationen. Wie gesagt, schreibt mir gerne. Ich bin dankbar um jeden Ratschlag und um jeden Tipp. So, dann verabschiede ich mich auch schon und wünsche euch noch viel Spaß mit vielleicht eurem Cubus und oder Cuboid.